zusammen, höchste Zeit, den Dutch Oven anzuschmeißen. Denn heute gibt es mexikanisches Schichtfleisch. Beginnen wir mit einem mexikanischen Barbecue-Rub. Man nehme 3 Esslöffel Packed Brown Sugar oder auch granulierten Kornzucker, 2 Teelöffel feines Meersalz, 2 Teelöffel Chili-Pulver, 1,5 Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel oder Kumin, einen ordentlichen Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, 0,5 Teelöffel gemahlener schwarzer Pfeffer oder Sabund, dann jeweils 1 Teelöffel gemahlene Zwiebel und gemahlenes Knoblauchpulver, 0,5 Teelöffel Cayennepfeffer und last but not least 1 Teelöffel getrockneten Oregano. Wo ist er? Da ist er. Und dann einmal alles ordentlich durchmengen. Danach geht's ans Fleisch. Ich habe hier 2 Kilo Krustenbraten vom schwäbisch-hellischen Landschwein in Scheiben geschnitten und dann über Nacht mit dem mexikanischen Barbecue-Rub mariniert. Sieht dann ungefähr so aus. Kommen wir zur Vorbereitung des Dutch Ovens. Der wird einmal mit ordentlich Butter eingepinselt. Das ist ein 3 Liter Modell von Barbecue, für die Fragen, wie groß er ist. Die Seiten werden mit Serrano-Schinken verkleidet. Und so lange mit dem Schinken ausgelegt, bis der ganze Dutch Oven voll ist. Sobald das erledigt ist, können wir mit dem Schichten anfangen. Wir brauchen noch Zwiebelringe und Paprikastücke. Ihr könnt gleich einmal sehen, wie ich das zurechtgeschnitten habe. Und dann erfolgt das Schichten einmal im Schnelldurchlauf. Wie ihr seht, schichte ich immer abwechselnd eine Garnitur mit Fleisch, dann etwas Gemüse, zwischendurch etwas Schinken, Zwiebeln, Fleisch und so weiter und so fort. So lange, bis der Dutch Oven voll ist. Gar nicht kompliziert. Auf meinem Blog findet ihr auch noch ein Rezept für eine mexikanische Barbecue-Soße. Diese habe ich hier bereits vorbereitet und gebe diese am Ende mit ca. 4-5 Esslöffeln über das Schichtfleisch. Die Zwiebelringe, die ich noch oben drauf gelegt habe, die hätte ich mir getrost sparen können. Das ist das erste, was verkohlt ist, aber das werdet ihr gleich sehen. Sobald das erledigt ist, können wir zu unserem Anzündkamin rübergehen. Für Schichtfleisch mache ich immer zwischen 18 und 20 Briketts. 6 wandern unter den Topf, der Rest wandert oben drauf. Nach einer Stunde sieht das Ganze dann so aus. Da seht ihr auch die Zwiebeln, die habe ich dann getrost direkt mal runtergenommen. War aber so schlimm gar nicht. So, und das Ganze nach 2,5 Stunden. Seht ihr, wie gut gegart das ist? Sieht das nicht toll aus? Sensationell!
Kommen wir nun zum Zusammenbau. Man nehme ein Wrap und etwas Salat. Das ist natürlich optional. Ich nehme sogar ein bisschen mehr davon. Darüber kommt dann etwas Schichtfleisch. Und hier sind eurer Fantasie jetzt keine Grenzen gesetzt. Ich gebe gleich noch Guacamole dazu, Barbecue-Soße. Was immer ihr möchtet. Ich glaube, ich hatte sogar noch Bohnen dabei. Auf jeden Fall erspare ich euch das Bild, wenn ich versuche, in dieses Monster reinzubeißen. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Guckt doch auch mal auf meine Fanseiten auf Twitter, Google+ und Facebook. Gerne auf meinem Blog. Die genauen Mengenangaben findet ihr da. Ich bin raus. Bis dahin. Euer Markus.